Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wird die zerstörungsfreie und statische Härteprüfung nach Rockwell näher erläutert. Beim Härteprüfverfahren nach Rockwell dient als Härtemaß die Eindringtiefe und nicht wie bei anderen Prüfverfahren die Eindruckoberfläche. Für die verschiedenen Werkstoffe gibt es nach der DIN EN ISO 6508 insgesamt 15 verschiedene Rockwell-Verfahren. Wir erläutern in der weiteren Ausführung das Rockwell-C-Verfahren, welches für gehärteten Stahl Anwendung findet. Als Eindringkörper dient hier ein abgerundeter Diamantkegel mit einem Spitzenwinkel von 120 Grad und einem Spitzenradius von 0,2 mm. Damit der Prüfteller keinen Einfluss auf das Prüfergebnis ausübt, muss nach ISO 6508 bei der Rockwell-Prüfung eine Mindestprobendicke eingehalten werden. Diese Mindestdicke der Probe liegt bei kegelförmigen Eindringkörpern bei dem 10-fachen und bei kugelförmigen Eindringkörpern bei dem 15-fachen der bleibenden Eindringtiefe. In den jeweiligen Normen der verschiedenen Prüfverfahren sind zudem Mindestabstände zwischen zwei Härteeindrücken sowie zur Probenkante definiert. Der Abstand zu zwei Eindrücken sollte dreimal so groß sein wie der Spitzendurchmesser des Prüfkörpers. In unserem Fall beträgt der Spitzendurchmesser 0,4 mm. Somit sollte der Mindestabstand bei 1,2 mm liegen. Der Grund dieser Mindestabstände liegt darin, dass Verfälschungen der Härteergebnisse vermieden werden sollen, welche aus der Verformung bzw. Deformierung des Materialgefüges resultieren. Der Messvorgang wird in insgesamt drei Schritten durchgeführt. Nachdem das Werkstück auf dem Probenteller platziert wurde, wird im ersten Schritt der Diamantkörper mit einer Prüfvorkraft F0 von 10 Kilopond, dies entspricht 98 Newton, auf die Werkstückoberfläche gedrückt. Somit können eventuell auftretende Fehler wie Spiel im Messgerät oder Setzvorgänge im Probenmaterial vermieden werden. Außerdem muss die Probenoberfläche nicht so sorgsam vorbehandelt, das heißt geschliffen oder gründlich gereinigt werden. Bei den hier zur Verfügung stehenden Prüfgeräten wird zur Einstellung der Prüfvorkraft der Probenteller nach oben verfahren. Ist der Kegel mit genau 98 Newton in das Werkstück gedrückt, erlöscht die Probenbeleuchtung. Nach kurzer Einwirkzeit wird das Wegemessgerät auf 0 gestellt. Dies ist jetzt die Bezugsebene. Die eigentliche Härteprüfung kann nun erfolgen. Im zweiten Schritt wird zu der Prüfkraft F0 eine Hauptkraft F1 aufgebracht. Der Prüfkörper dringt nun mit der Gesamtkraft F in den Werkstoff ein. Die einzustellende Hauptkraft F1 hängt von den verschiedenen Rockwell-Verfahren ab. Für das Rockwell-C-Verfahren beträgt diese Kraft 140 Kilopond. Dies entspricht 1373 Newton. Insgesamt wirken jetzt also 150 Kilopond auf die Werkstoffoberfläche. Für Proben, die kein zeitabhängiges plastisches Fließen aufweisen, beträgt die Haltezeit ca. 2 Sekunden. Im letzten Schritt wird nun die Hauptkraft entfernt und nur noch die Prüfvorlast auf der Probe belassen. Durch das elastische Werkstoffverhalten der Probe wird der Eindringkörper leicht angehoben. Der Kontakt zur Probe bleibt jedoch bestehen. Während die Prüfvorlast noch anliegt, bestimmt das Wegemessgerät die verbliebene Eindringtiefe H. Je nach Rockwell-Verfahren und unterschiedlichen Prüfkörpern kann der einheitslose Härtewert HR mit Hilfe einer Formel berechnet werden. Bei dem erklärten Rockwell-C-Verfahren lautet die Formel HRC ist gleich 100 minus H geteilt durch 0,002. Die Werte 100 oder 130 entsprechen der Bezugsebene und 0,002 ist die Skaleneinteilung auf den Messinstrumenten. In der Praxis wird die Rockwell-Härte jedoch direkt an einer kalibrierten Skala abgelesen. Der Härtewert wird bei diesem Verfahren aus einer Referenztiefe von 0,2 mm gebildet. Je nachdem, wie weit der eingedrungene Prüfkörper diese Referenztiefe erreicht, wird dem Werkstoff eine entsprechende Härte zugeordnet. Dringt der Diamantkegel vollständig bis auf die Referenztiefe ein, so handelt es sich um einen sehr weichen Werkstoff. Diesem wird dann der Härtewert 0 zugeordnet. Entstehen bei dem Eindringen allerdings keine bleibenden Verformungen, handelt es sich um einen sehr harten Werkstoff, welcher dann den Härtewert 100 bekommt.
Die Härteprüfung nach Rockwell ist für weiche Werkstoffe nicht zulässig, da die Referenztiefe von 0,2 mm weit überschritten würde. Daher ist eine Untergrenze von 20,3 HRC für die Rockwell-Härteprüfung einzuhalten. Um dem entgegenzuwirken, gibt es weitere Rockwell-Verfahren. So wird zum Beispiel bei relativ weichen Werkstoffen mit einer Hartmetallkugel statt einem Diamantkegel geprüft und die Referenztiefe auf 0,26 mm erweitert. Hierbei handelt es sich um das Rockwell-F-Verfahren. Härtewerte aus unterschiedlichen Verfahrensvarianten können grundsätzlich nicht miteinander verglichen werden. Um die Rockwell-Härte normgerecht anzugeben, schreibt man hintereinander zunächst den Härtewert und danach das Prüfverfahren. In unserem Fall 63 als Härtewert, HR für die Rockwell-Härte und C für das Prüfverfahren mit Diamantkegel. 63 HRC. Die Vorteile des Verfahrens liegen darin, dass sich das Rockwell-Verfahren durch die relativ kurze und einfache Prüfung leicht automatisieren lässt. Die Probenoberfläche muss nicht präzise geschliffen werden. Des Weiteren lässt es sich auch bei sehr hohen Härten anwenden. Nachteilig wirkt sich beim Rockwell-Verfahren der relativ geringe Tiefenbereich aus. So steigt vor allem bei dünnen oder grob verunreinigten Materialien die Fehlerrate. Zusammenfassung: Beim Rockwell-Härteprüfverfahren wird die Härte eines Werkstoffes ermittelt, indem ein Eindringkörper mit einer vordefinierten Kraft in das zu prüfende Material hineingepresst wird. Durch Ermittlung der Eindringtiefe kann dann die Härte des Werkstoffes ermittelt werden. Maß für die Härte ist demnach beim Rockwell-Härteprüfverfahren die Eindringtiefe. Für verschiedene Materialien existieren unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Prüfkörpern und Prüfkräften. Für sehr weiche Werkstoffe sollte das Verfahren nicht benutzt werden.